Herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay Spezial. Am vergangenen Montag fand nämlich im Rahmen des U18 Red Bull Rookies Cup das Spiel der Salzburger gegen den HC Tuk Lajila aus der Tschechei statt. Dieses Spiel darf ich euch in voller Länge präsentieren und ich möchte nicht um den heißen Brei herumreden und sagen, dass wir gleich mit dem ersten Drittel dieser Begegnung beginnen. Im ersten Drittel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem HC Tuk Lajila aus der Tschechei zunächst einmal den weiß spielenden Gastgeber, die übrigens von rechts nach links spielen am Bug, zunächst eine schöne Abwehr der Salzburger Goalies. Spielstand logischerweise 0:0. Ja, vielleicht eine Erklärung zu dieser doch etwas ungewöhnlichen Perspektive. Wir sehen im Hintergrund, dass die Haupttribüne gerade umgebaut wird und daher sehen wir das Spiel von der Seite. Die Salzburger sind am Puck. Pass. Können im eigenen Drittel die Scheibe erhalten. Pass. Und hier wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger bringen die Scheibe also weg. Sehr gut gemacht, kann man da nur sagen. Dann wieder ein Angriff der Gäste, Schuss, herrliche Parade vom Salzburger Goalie, der hier in dieser Phase ausgesprochen gut aufgepasst hat und einen Gegentreffer verhindern konnte. Es gibt auf jeden Fall Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Dieses Spiel fand übrigens, wie schon eingangs erwähnt, im Rahmen des U18 Red Bull Rookies Cup statt. Die Salzburger sind, und die Scheibe verlieren ihn an die Gäste. Neuerlicher Versuch. Pass. Schöne Aktion. Aber auch da bringt es nichts ein. Es bleibt weiß beim torlosen 0:0. Jetzt wieder eine Aktion auf der rechten Seite. Schöne Sache. Eine gute und interessante Begegnung ist das hier, wie wir auf diesen Bildern sehen. Neuer Pass. Sollte abziehen. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein schöner Kontermöglichkeit. Gute Möglichkeit. Sollte aufpassen. Aber Gott sei Dank ging der Puck wirklich vorbei. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Jetzt wieder ein Angriff. Schöne Kontermöglichkeit. Und jetzt wieder. Wo ist die Verteidigung? Keine gute Aktion, aber da könnte es durchaus mal klingen. War allerdings aus Salzburger Sicht Gott sei Dank nicht der Fall. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger bleiben am Puck. Der Goalie geht hinaus, denn es gibt nämlich eine Strafe für die Gäste. Ja, zwei durchaus nicht ganz ungefährliche Situationen aus Sicht der Salzburger, die wir hier in dieser Begegnung gesehen haben. Aber es steht aus Salzburger Sicht Gott sei Dank noch torlos 0:0 und es gibt Bulli vor dem Tor der Gäste. Jetzt wieder ein Rückpass. Sehr schöne Aktion. Pass. Jetzt wieder eine herrliche Kontermöglichkeit. Das sollte man mitnehmen. Sehr gut aufgepasst. Und Salzburger Goalie und die Salzburger sind jetzt im Angriff.
Pass. Neue Kontermöglichkeit, herrlich gemacht, sollte abziehen. Aber bleibt in der Verteidigung hängen. Uiuiui, da könnte man durchaus als Stürmer mehr machen und auch das eine oder andere Tor erzielen. Dann wieder ein Rückpass. Nachschuss, aber keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gäste. Fassen wir zusammen, es gab bisher eigentlich durchaus gute Szenen zu sehen und brenzlige Situationen aus Sicht der Salzburger, die sie allerdings Gott sei Dank meistern konnten. Es gab gerade Bull in der neutralen Zone wegen eines Abseits, jetzt wieder ein nicht ganz ungefährlicher Konter. Da hat die Verteidigung dieses Mal sehr gut aufgepasst. Jetzt wieder. Eine schöne Aktion. Sollte abziehen, aber der Puck geht vorbei. Schuss! Abgeblockt. Immer noch Salzburger am Puck. Bringen ihn nicht im gegnerischen Tor unter. Können Puck in der Scheibe behalten. Schuss. Sollte abziehen, bleibt hängen, aber es bringt somit auch logischerweise nichts ein. Im Hintergrund hören wir einen Goalie, der durch den Schlag auf das Eis seine Mannschaftskollegen versucht anzufeuern. Doch das hat, so habe ich zumindest den Eindruck, derzeit noch relativ wenig Wirkung. Spielstand lautet da, jetzt Schuss, Nachschuss und da! Herrlich 1:0 für die Salzburger Eisbullen. Herrlich gemacht und keine Chance für den gegnerischen Goalie aus Lihava. Herrlich gemacht, der Jubel natürlich entsprechend groß. Lang hat es gedauert, aber jetzt landete der Puck endlich einmal im Tor. Spielstand 1:0. Für die Salzburger. Es gibt wieder Anstoß. Der Puck wurde eingeworfen. Wieder die Gäste im Angriff. Die Salzburger können den Puck hier mit schönen Aktionen in ihren Reihen behalten. Schöne Aktion, Kontermöglichkeit. Das könnte was werden. Aber auch dieses Mal gab es eine Abwehr der Gästegoles, da natürlich auch sehr sehenswert war. Neuer Versuch. Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Schuss. Gut aufgepasst vom Goalie der Gäste. Dann wieder ein Rückpass. Schuss. Und gut aufgepasst vom Goalie der Gäste. Spielstand 1:0 für die Salzburger, die einen sehr schönen und absolut sehenswerten Treffer erzielen konnten. Iske Bulli. Kontermöglichkeit. Neuer Versuch. Immer noch das Puck, aber auch da bringt es nichts ein. Sehr gute Aktionen auch von Seiten der Gastgeber. Es gibt Bulli vor dem Tor der Salzburger. Spiel natürlich unterbrochen. Thank you.
neuer Versuch. Die Gäste sind an der Scheibe. Schuss, gut aufgepasst, aber die Salzburger können sich hier befreien. Jetzt wieder ein Rückpass. Pass. Schöne Aktion. Sehr gut aufgepasst vom Salzburger Goalie. Neuerlicher Versuch. Immer noch die Salzburger dran. Pass. Aber die Salzburger bleiben. Ja, eine durchaus interessante Begegnung, wo es bisher nur einen Treffer gab, was auch auf die gute Leistung von beiden Goalies zurückzuführen war. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Es gibt Bulli in der neutralen Zone. Kontermöglichkeit. Schön gemacht. Könnte man durchaus mehr machen. Hier hinten ein sehr sehenswerter Zweikampf im Hintergrund. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Schon wieder eine nicht ganz ungefährliche Situation, aber die Salzburger können sich Puck bereinigen. Jetzt wieder. Pass. Und Tor! Weiterer Treffer zum 2:0. Auch da habe ich den Eindruck, dass der Goalie eigentlich wirklich ohne jegliche Abwehrchance war. 2:0, der aus Salzburger Sicht erfreuliche Zwischenstand in diesem ersten Drittel. Wir jubeln natürlich entsprechend groß, wie wir hier auf diesen Bildern sehen. Das Spiel wird natürlich mit einem Anstoßbulli im Mitteldrittel fortgesetzt. Neue Kontermöglichkeit. Hinter dem Tor der Gäste. Pass. Sollte abziehen, aber auch dieses Mal sehr gut aufgepasst vom Salzburger Abwehr, die es den Gästen nicht ermöglicht, vor das eigene Tor zu kommen. Eine sehr gute Arbeit des Teams. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Sollte abziehen, aber scheitert hier am sehr starken Goalie der Tschechen, der sich hier mit einer schönen Parade auszeichnen konnte. Jetzt wieder ein Angriff. Eine nicht unbedingt notwendige Aktion. Pass. Es bringt allerdings auch dann nichts ein. Wieder ein neuer Versuch.
Kontermöglichkeit. Aber auch da werden die Spieler natürlich fliegend gewechselt. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Schön gemacht. Sollte näher hingehen. Und jetzt wäre sicherlich ein Pass ideal, um den Puck im gegnerischen Tor unterzubringen. Genau so könnte es gehen. Jetzt wieder Pass. Und wieder zwei Verteidiger da. Und im Nachschuss konnte sich auch das Salzburger Goalie auszeichnen. Richtige Aktion, den Puck in so einer Situation zu blockieren. Super Entscheidung und vor allem auch richtige Entscheidung. Es gibt Bulle vor dem Tor der Gastgeber. Neuer Versuch. Pass, Schuss, aber auch da bringt es nichts ein. Wieder ein neuer Pass. Ja, könnte man durchaus mal mehr machen. Was machen? Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Neuerliche Aktion. Pass. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. Gut aufgepasst vom tschechischen Goalie. Damit kein weiterer Treffer. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Kontermöglichkeit, es steht nach wie vor 2:0. Sollte sich durchsetzen. Sehr gut aufgepasst. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussieht. Pass. Da bringt es natürlich nichts ein. Spiel ist unterbrochen und die Spieler fahren natürlich, wie wir hier sehr deutlich auf diesen Bildern sehen, zum Wechsel. Wieder ein Rückpass. Schöne Aktion. Pass. Immer noch die Eiskiste im Angriff. Pass. Sehr gut gemacht, weg vom eigenen Tor. Das ist in dieser Phase natürlich das wichtigste Motto. Pass. Sehr gut aufgepasst. Jetzt sind einmal die Gäste in der Angriffszone. Können den Puck auch in ihre
eigenen Reihen behalten. Schuss. Sehr gut aufgepasst von den Salzburgern. Geht's wieder in Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. Gut aufgepasst und schön gemacht von Salzburger Kohle, der damit einmal mehr den Puck blockieren konnte. Jetzt wieder ein Rückpass. Salzburger können dieses Mal auch rechtzeitig attackieren. Schöne Aktion. Aber auch da bringt es vorerst nicht ein 2:0 für den aktuellen Spielstand zwischen der U18 des EC Red Bull Salzburg und der HC Dukla Jihlava im Rahmen des Red Bull Rookies Cups. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Pass. Schöne Aktion. Kein Icing entscheidet der Schiedsrichter mit seinem Wave-Out, das heißt, beide Hände werden hackrecht herausgestreckt. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerliche Aktion. Schuss. Können sich in den Querpass vor einem eigenen Tor ist nicht ganz ungefährlich, denn wenn ein Gegner hineinkommt, dann gibt es einen Breakaway und das wird in den allermeisten Fällen zu Gegentor, was hier Gott sei Dank nicht der Fall war. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Buck sollte vielleicht vom eigenen Verteidigungsdrittel hinaus befördert werden. Ist ganz wichtig. Bloß keinen Querpass. Ja. Dicke Querpässe sind ja normal unter Umständen tödlich. Gut aufgepasst vom tschechischen Goalie. Ja, ich habe schon angesprochen, dass Querpässe vorm eigenen Tor ganz schlecht sind. Und zwar deswegen, weil man als Goalie natürlich davon ausgeht, dass man einen Verteidiger den Puck hat und auf einen etwaigen Schuss nicht wirklich gefasst ist. Das allerdings vielleicht noch zur Erläuterung aus eigener Erfahrung. Jetzt wieder zurück. Salzburger sind im Angriff. Pass. Aber auch sehr gut aufgepasst. Können sich im Angriffsdrittel festsetzen.
immer noch die Salzburger im Angriff, aber es wird sich nicht mehr wirklich etwas tun. Jetzt noch eine schöne Kontermöglichkeit. 2:0, der aus Salzburger Sicht erfreuliche Zwischenstand. Spiel ist natürlich wieder unterbrochen. Und wird mit einem Bulli vor dem tschechischen Tor fortgesetzt. Pass. Und das war das erste Drittel, 2:0, der erfreuliche Zwischenstand. Hier noch einige Szenen, die sehr gut aufgepasst haben. Also das erste Drittel, in dem es zwei sehr sehenswerte Tore gab. Bezüglich Perspektive ist zu sagen, dass, wie wir im Hintergrund sehen, die Haupttribüne umgebaut wurde und aus diesem Grund konnte ich leider nur diese, wie ich finde, nicht unbedingt optimale Perspektive bieten. Sei es wie sei, als nächstes schauen wir uns das zweite Drittel an, in dem es ebenfalls sehr gute Szenen zu sehen gab. Im zweiten Drittel steht aktuell 2:0 für die Gastgeber, sind die Gastgeber zunächst am Puck. Schöne Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Pass. Sehr gut aufgepasst von der Verteidigung, Nachschuss, aber auch der Puck nicht ins Tor. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerliche Kontermöglichkeit, aber auch dieses Mal finden der Gäste keine Anspielstation und damit auch keine Gefahr. Es bleibt vorerst beim 2:0. Hier eine gute Parade des Salzburger Goals. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Schuss. Aber auch da gibt es kein Icing, wie der Schiedsrichter entscheidet, denn die Gäste sind, wie wir im Hintergrund sehen, im Unterzahl und in so einer Situation gibt es eben, wie gesagt, kein Icing. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Die Salzburger bleiben natürlich nach wie vor am Puck, zunächst in der eigenen Verteidigungszone. Das sollte man durchaus den Puck wegbringen. Das wäre ja beim Eishockey eigentlich das Um und Auf. Sei es wie sei, es steht aktuell 2:0 und ihr seht hier, für alle die später eingeschaltet haben, das Spiel Red Bull Salzburg gegen HC Tuklá Jihlava im Rahmen des U18 Rookies Cups. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Die Geste an der Scheibe. Bringt allerdings nichts ein und der Puck geht am Tor vorbei. Bulle in der neutralen Zone. Schuss und Tor! 3:0, herrlich herausgespielt. Was ich öfter gesagt habe, ein Verteidiger muss vom Tor stehen und darf dem gegnerischen Stürmer keinen freien Schussbahn lassen. Sonst landet der Puck im eigenen Tor, wie wir hier
auf diesen Bildern gesehen haben. Keine Chance für den Gästegoalie, da etwas zu machen. Das Spiel wird mit einem Bulli fortgesetzt, wie eigentlich nach jedem Tor. Urbanus. Schöne Aktion im Mittelfeld. Sehr gut aufgepasst vom Goalie der Gastgeber, die wie gesagt auch sehr gut spielen im Rahmen des U18 Rookies Cup. Aber auch da bringt es natürlich nichts ein. Neue Kontermöglichkeit. Das war nicht ganz ungefährlich. Sehr gut gemacht vom Goalie der Gastgeber, der sich bei dieser Szene auszeichnen konnte. Es steht 3:0 und dieses Ergebnis ist auf jeden Fall absolut verdient. Es gibt eine Strafe für die Gastgeber. Powerplay also für die Tschechen. Spiel wird fortgesetzt. Rückpass. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Pass. Schuss. Abgewehrt, herrlich gemacht vom Salzburger Goalie. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Jetzt wieder. Schuss. Das war nicht ganz ungefährlich. Jetzt wieder ein neuerlicher Versuch. Aber auch da keine Gefahr für das Tor der Gäste, da weit und breit kein Salzburger Stürmer vor dem gegnerischen Tor zu sehen war. Wiederum ein Angriff der Tschechen. Werden hier nicht attackiert. Pass. Nachschuss. Aber auch da bringt es nichts ein. Es bleibt vorerst beim 3:0 für die Gastgeber. Hier noch einige schöne Szenen. In der Verteidigungszone der Salzburger, doch wie hier diese Situation bereinigen können. Ja, auch hier gilt, in Unterzahl gibt es kein Icing. Denn es ist noch ein Powerplay für die Gäste. Gut aufgepasst. Das Spiel gefällt mir in dieser Phase auch sehr, sehr gut. Beide Mannschaften zeigen gutes Eishockey im Rahmen der U18-Liga, die damit auch auf jeden Fall Werbung in eigener Sache macht. Super Sache, wie ich finde. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit und mit solchen Schüssen hat ein Torwart eigentlich keine Probleme. Jetzt wieder einen Spieler der Salzburger hinten. Das war sehr knapp. Hätte durchaus ein Tor sein können. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Da geht der Puck doch sehr knapp am Tor vorbei. Aber wie es im Eishockey so schön heißt, knapp vorbei ist auch daneben. Und es gibt einen weiteren Bulli.
vor dem Tor der Gäste. Spiel wird fortgesetzt. Die Gäste bleiben vorerst am Puck. Schön gemacht. Sollte abziehen. Und herrliche Parade vom Kauli der Tschechen, der hier wieder einen sicher scheinenden Gegentreffer verhinderte. Sehr gut aufgepasst, auch vom Gäste-Goalie. Und es gibt natürlich Bulli. Wieder eine neue Aktion. Pass. Immer noch die Gäste am Puck. Wieder erneute Kontermöglichkeit, aber auch da bringt es nichts ein. Vielleicht jetzt. Schuss bleibt allerdings auch in der Verteidigung hängen. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit, sollte man mitnehmen, aber es bringt nichts ein. Auch hier gibt es eine Strafe. 2 Minuten Powerplay für die Gäste und beide ihre Mannschaften wechseln. Was ja beim Eishockey, wie ihr wisst, unbegrenzt oft möglich ist. Es gibt Bulle vor dem Tor der Salzburger. Dann wieder ein Rückpass. Die Gäste starten hinter ihrem eigenen Tor. Pass. Gut aufgepasst, war nicht so einfach wie es aussah. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch. Und auch da hat mit einem derartigen Schuss der Goalie nicht wirklich Probleme. ...3:0 der aktuelle und sehr erfreuliche Spielstand für die U18-Mannschaft des EC Red Bull Salzburg. Neuerliche Kontermöglichkeit. Sehr gut gemacht von der Verteidigung. Immer noch die Salzburger am Puck. Schuss und abgewehrt. Herrlich gemacht. Und somit eine gute Parade des Gäste-Goalies. Nicht so einfach wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Jetzt wieder ein Rückpass. Wieder ein Angriff der Gäste. Neuerlicher Versuch. Kann sich allerdings nicht durchsetzen. Pass. Und auch da gibt es keinen weiteren Treffer. Es bleibt vorerst beim 3:0 für die Salzburger, das auch in dieser Höhe absolut verdient war. Hier noch einige schöne Szenen.
wieder eine Kontermöglichkeit, die allerdings sehr gut von den Tschechen abgeblockt werden konnte. Wieder ein neuer Rückpass und auch ein erneuter Spielerwechsel. Powerplay nach wie vor für die Gäste aus der Tschechei. Dann wieder Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Der Bulli wird ausgeführt. Neuerlicher Versuch und wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Vielleicht jetzt Pass, Schuss, abgewehrt. Gut aufgepasst vom Goalie der Tschechen, der sich hier einmal mehr auszeichnen konnte und auch in diesem Drittel eine sehr gute Leistung lieferte. Jetzt allerdings eine weitere sehr sehenswerte Parade. Wie gesagt, eine gute Leistung von beiden Goalies. Und das bedeutet, dass es natürlich Bulli gab. Ein Puck wird eingeworfen, die Salzburger führen, wie schon öfters erwähnt, mit 3:0. Und auch diese Führung ist absolut war ein schöner Schuss der Salzburger, die jetzt nach wie vor am Puck bleiben. Jetzt wieder, sollte Filten echt jetzt einmal einen Schuss wagen. Gut aufgepasst. Aber es bringt nichts, ein Spielstand nach wie vor 3:0 für die Gastgeber. Jetzt wieder die Gäste hinter dem eigenen Tor in der Verteidigungszone. Pass. Neuerlicher Versuch. Abgewehrt. Pass. Schöner Versuch. Gut aufgepasst. Bleiben am Puck, schöne Kontermöglichkeit, vielleicht jetzt doch. Ach Schuss, das ist eine durchaus gute Torchance. Müsste man als Stürmer durchaus mehr machen und den Puck im gegnerischen Tor unterbringen. Jetzt wieder, Schuss und Tor! Es hat sich abgezeichnet. 4:0, herrlich gemacht und keine Chance für den tschechischen Goalie, da was zu machen, der Jubel entsprechend groß. Wirklich ein sehr sehenswerter Treffer. Dann wieder Bulli. Kontermöglichkeit der Gäste über die rechte Seite. Sehr gut aufgepasst von der Salzburger Verteidigung. Wieder schöne Kontermöglichkeit. Der Salzburger flankt durch die Mitte, aber gut aufgepasst. War wohl nicht so einfach, aus diesem doch sehr spitzen Winkel etwas zu machen. Beim Eishockey gilt natürlich, dass es aus Spitzenwinkel eher schwierig ist, ein Tor zu erzielen. Die beste Schussposition ist, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, dann gegeben, wenn man direkt vom Tor schießt und damit freie Sicht auf das Tor hat. Das allerdings, wie gesagt, nur zur Erklärung. Wir sehen hier im Vordergrund übrigens die Ersatzbank der Salzburger, die mit vier Linien spielen, wie es ja bei einem Eishockeyspiel durchaus üblich ist.
Wir sehen hier einen Spielerwechsel. Das Spiel ist natürlich unterbrochen und wird mit einem Bulli vor dem Tor der Salzburger fortgesetzt. Der aus Salzburger Sicht erfreuliche Spielstand lautet aktuell 4:0. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gäste sind in der eigenen Verteidigungszone, die sie sehr schnell überbrücken. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Gut aufgepasst von der Verteidigung. Rückpass. Sehr gute Aktion, aber da ist es auch sehr gut. Aber es bleibt vorerst beim 4:0. Bisher eine fehlerlose Leistung von beiden Goalies. Wie ich finde, Pass. Nachschuss. Schuss, sehr gut gemacht vom Salzburger Goalie, der damit einen sicher scheinenden Gegentreffer verhindern konnte. Doch die Gäste bleiben an der Scheibe, verlieren den Puck an die Gastgeber, die wieder einen Konter starten, aber in der Verteidigung hängen bleiben. Ja, in dieser Phase sind beide Mannschaften zeigen sehr gutes Eishockey. Wieder eine Kontermöglichkeit. Pass. Sehr gut aufgepasst. Ehrlicher Versuch, aber auch da bringt es nichts ein. Gute Aktion, aber keine wirkliche war für das Tor der Gäste. 4:0, der sehr erfreuliche Zwischenstand. Jetzt wieder die Sack. Ein ziemlich flottes und abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und ebenso sehenswerten Paraden beider Goalies. Die Gäste bleiben in der Angriffszone. Durch dieses Mal konnte sich auch der Salzburger Goalie auszeichnen. Und den Puckblock sehr gut erkannt. Es gibt Bullen. Dann wieder ein neuer Rückpass. Untermöglichkeit. Sehr gut aufgepasst. Es gibt kein Foul, entscheidet der Schiedsrichter. Auch absolut regelkonform. Wieder eine Kontermöglichkeit. Nicht ganz ungefährlich, aber die Verteidigung der Salzburger passte bei dieser Aktion sehr, sehr gut auf und kann gleich einen Gegenangriff starten. Der Puck bleibt im Tor. Gefährlich. Eine Reihe der Gäste. Pass. Schöne Aktion.
Und es gibt hier, wie wir im Vordergrund sehen, Spielerwechsel. Mit der Nummer 1, das ist das Salzburger Backup. Backup, der nur... Dann wieder die Salzburger Puck. Pass. Und sehr gut aufgepasst vom Goalie der Gäste aus der Tschechei. Ja, alles in allem, ich kann nur wieder betonen, eine sehr gute Leistung bei der Goalies. Und bei den 4 Gegentreffern, die der Gästegoalie kassierte, war er absolut chancenlos. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Immer noch die Salzburger, die jetzt wieder in den Angriff starten, aber auf jeden Fall geht der Puck vorbei. Keine wirklich. Ist wieder. Sollte abziehen. Scheitert allerdings am starken Gästegoalie. Sehr gut aufgepasst. Der kam mit kein weiterer Treffer für die Gastgeber. Naja, Versuch. Rückpass. Ah, dieses Mal ist auch der Goalie heraus, was nicht ganz ungefährlich ist, aber dieses Mal regelkonform, denn es wäre aufgrund der Tatsache, dass die Gäste in Unterzahl sind, sowieso kein Icing gewesen. Bei 5 gegen 5 gilt natürlich die Regel, dass man als Goalie nicht unbedingt bei einem Icing den Torraum verlassen soll, da man dadurch das Icing aufhebt. Ein Icing ist übrigens ein sogenannter unerlaubter Weitschuss und bei einem Icing wird das Spiel mit Bulle vor dem eigenen Tor fortgesetzt. Wieder Rückpass. Los, gut aufgepasst und sehr schön gehalten vom Goalie der Gastgeber. Jetzt wieder die Gastgeber in der Angriffszone. Man ist nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussieht. Ähnlicher Versuch. Aber so viel kann man verraten, es wird sich in diesem Drittel nicht mehr viel tun. Es steht 4:0 für die Gastgeber und damit eine doch sehr, sehr komfortable und auch in dieser Höhe verdienten Führung. Jetzt wieder ein eine gute Parade. Rückpass und sehr gute Aktion der Salzburger. Der Spielstand nach 2 gespielten Dritteln
lautet somit auch 4:0 für die Gastgeber und ist in dieser Höhe auf jeden Fall absolut in Ordnung. Im zweiten Drittel konnten die Salzburger weiterhin ihr Können zeigen und beide Goalies lieferten ausgezeichnete Leistungen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Vom zweiten kommen wir jetzt zum Schlussdrittel und auch da gab es einige gute Szenen zu sehen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Im Schlussdrittel dieser Begegnung steht bereits 4:0 zunächst einmal die Salzburger am Puck. Rückpass. Und es passiert vorerst nichts. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Sollte abziehen. Gut aufgepasst. Herrlich gemacht. Der Salzburger Goalie konnte mit seinen Fangern den Puck blockieren. Und somit besteht für das Tor der Gastgeber keine weitere Gefahr. Hier seht ihr übrigens das Ergebnis der Kampfmannschaft eingeblendet, die sich auswärts gegen den HC Bozen mit 3:4 geschlagen geben musste. Doch zurück zum Spiel der U18. Pass, die Salzburger übernehmen das Kommando. Neuerlicher Versuch, kein Icing entscheidet der Schiedsrichter, wie man hier an beiden seitlich ausgestreckten Händen sehr gut erkennen kann. Pass. Immer noch die Salzburger am Puck. Schöne Aktion. Schuss und ab. Der Puck geht vorbei. Ja, das war nicht ganz ungefährlich, wie ich finde. Die Gäste bleiben vorerst noch an der Scheibe. Und auch dieses Mal konnte das Salzburger Goalie den Puck sicher blockieren. Richtig so eine gut erkannte Tatsache. Pass, wurde aufgepasst. Salzburger können vorerst den Puck in eigenen Reihen behalten. Pass und im Spiel Red Bull Salzburg U18 gegen den HC Dukla Jihlava führen die Gastgeber in Weiß gegen die tschechischen Eishockeyspieler klar mit 4:0. Durch Tore aus den ersten beiden Dritteln. Dann wieder ein Rückpass. Wieder ein schöner Angriff, der vorgetragen wird. Gut geblockt, aber dieses Mal kein Problem für den tschechischen Goalie, der hier einen Gegentreffer verhinderte. Jetzt wieder ein neuer Versuch,
Pass. Schuss. Rückpass. Fahren hier auf das Gegenspieler zu. Der Schuss bleibt allerdings in der sehr gut positionierten Verteidigung der Gegner. Icing entscheidet der Schiedsrichter, ja, und man hat es hier kurz vorher gesehen. Bei einem Icing bleibt der Goalie im Torraum und hebt die Fanger, um anzuzeigen, dass es Icing sein könnte. In diesem Fall war es der Fall und der Spiel wird mit einem Bulli vor der Tor-der-Geste durchgesetzt. Wieder die Salzburger an der Scheibe. Pass. Neuer Versuch. Jetzt wieder ein Gedränge vor dem Salzburger Tor. Und dieses Mal konnte der Goalie den Puck blockieren, vermeintlich im Tor. Aber Fakt ist, dass der Puck im Außennetz war. Daher logisch kein Tor auf der richtigen Seite des Netzes aus Sicht eines Goalies. Es gibt auf jeden Fall Bulli. Schuss. Gut aufgepasst. Neuerlicher Rückpass. Die Salzburger können sich im Angriffsdrittel festsetzen. Aber auch da bringt es nichts ein. Es gibt Strafe für die Gäste aus Tschechien. Powerplay für Salzburg. Ein Powerplay ist, wie ihr wisst, ein Überzahlspiel, wo eine Mannschaft mit 5 gegen 4 spielt und damit die Möglichkeit, ein eben solches Powerplay-Tor zu erzielen. Es wird auf jeden Fall mit dem Spielbericht mit der Bezeichnung PP vermerkt. Das Gegenteil ist ein Shorthander. Und ein Shorthander wird erzielt, wenn die in Unterzahl spielende Mannschaft einen Puck im gegnerischen Tor unterbringt. Hier wieder ein Check von hinten. Hat allerdings der Schiedsrichter nicht gesehen, könnte durchaus eine 2-Minuten-Strafe sein. Jetzt wieder die Salzburger. Gut aufgepasst. Ja, zum Thema Checks möchte ich an dieser Stelle auch kurz erwähnen, dass beim Eishockey Checks ja üblicherweise als übliche Härte gelten, vorausgesetzt, sie werden von vorne oder von der Seite durchgeführt und beide Füße bleiben am Eis. In diesem Fall wird ein sogenannter fairer Check gegeben, der allerdings regelkonform ist und keine Strafe nach sich zieht. Von hinten ist es normalerweise eine 2-Minuten-Strafe für den jeweiligen Spieler, der den Check ausführt. Dann wieder die Salzburger. Schuss, gut aufgepasst. Können noch im
starten wieder eine Kontermöglichkeit. Und auch dieses Mal blockierte der Salzburger Goalie den Puck und unterbrach damit das Spiel. Sehr gute Aktion. Der halbkreisförmige Bereich vor dem Tor ist das sogenannte Torraum, innerhalb dem sich nur der Torhüter aufhalten darf und in dem er nicht von einem Gegenspieler an der Arbeit behindert werden darf. Ist es der Fall, gilt das als Torraumabseits und ein daraus resultierendes Tor zählt natürlich nicht. Jetzt wieder die Salzburger. Rückpass. Kontermöglichkeit. Schuss und herrlich gemacht mit der Fangen. Der Puck wurde allerdings gleich weit freigegeben, um einen Bulle vom eigenen Tor zu vermeiden. Allerdings ist zu sagen, dass ein Bulle vor dem eigenen Tor manchmal auch für einen Goalie positiv ist, nämlich dann, wenn er mit vielen Stürmer vom eigenen Tor sind, denn ein Goalie hat in seinem Fall auch wesentlich mehr Zeit aufzustehen, was mit der Ausrüstung natürlich keine Kleinigkeit ist. Jetzt wieder die Geste. Pass. Sehr gut aufgepasst vom tschechischen Goalie, der trotz der vier Gegentreffer, wie schon des Öfteren erwähnt habe, eine ausgezeichnete Leistung bot. Es gibt Bulle vor dem Gästetor. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich noch einen interessanten Spieltermin bekannt geben, nämlich am Freitag, den 2. Dezember um 19.30 Uhr gibt es hier in der Akademie das Salzburger Derby zwischen der U18 des EC Red Bull Salzburg und der Spielgemeinschaft Zell am See UEC Lyons zu sehen. Wie gesagt, ab 19.30 Uhr. Wir werden darüber auch berichten. Hier wieder eine gute Parade vom Salzburger Goalie. Und es gibt Bulle. Ja, hier sind wir nochmal eingeblendet. Ihr seht den U18 Rookies Cup zwischen der EC Red Bull Salzburg und dem HC Tukla Jihlava aus der Tschechei. Die Salzburger bleiben in der eigenen Verteidigungszone. Pass. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Versuchen es, aber auch da gibt es keinen weiteren Treffer mehr zu sehen. Pass. Schöne Aktion. Pass, aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Dann wieder eine neue Kontermöglichkeit. Salzburger bleiben allerdings am Puck, verlieren ihn an die Geste. Ich
können sie ihn sich wieder zurückerobern. Kontermöglichkeit, herrlich gemacht über die rechte Seite. Oh, da könnte doch mehr drinnen sein. Aber es redet sich natürlich wesentlich leichter, wenn man hier zuschaut, als dass man selber spielt. Schuss! Gut aufgepasst von der Verteidigung. Ach, das ist immer eine schwierige Situation für jeden Goalie, wenn der Puck ständig vor seinem Tor und man sich schwer tut, das zu erkennen, wo er genau ist. Jetzt wieder die Salzburger. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber da bringt es nicht wirklich etwas hin. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Sehr gut aufgepasst. Guter Einsatz vom Salzburger Goalie. Wie gesagt, eine ausgezeichnete Leistung, ich kann es nur immer wieder betonen. Die Gäste bleiben allerdings am Puck. Sehr gut geblockt. Ja, kein Foul entscheidet der Schiedsrichter. Richtige Entscheidung, wie ich kenne. In dem Fall war der Check ganz klar von vorne. Und wieder konnte sich der Salzburger Goalie mit einem Safe der Fanghand auszeichnen. Gut gemacht, kann man da nur sagen. Es sieht in dieser Phase natürlich ausgesprochen gut für die Salzburger aus. Und an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf das Salzburger Derby im Rahmen der Erste Band Juniors League. U18 am kommenden Freitag, den 2. Dezember um 19.30 Uhr in der Akademie Gefallen. Wir werden auch in diesem Fall darüber berichten. Gut aufgepasst. Schöne Aktion. Die Salzburger können sich zunächst in der eigenen Hälfte festsetzen. Schwierige Szene für einen Goalie, dem hier wahrscheinlich der Sicht blockiert ist und in so einer Situation muss ein Goalie es erahnen, wo der Puck in etwa ist. Das Ganze erfordert natürlich auch einiges an Routine. Die Hauptschwierigkeit an der Torhüterposition ist, so weiß ich aus eigener Erfahrung, den richtigen Moment zu finden, wo man reagieren muss. Denn sowohl ein zu früh als auch ein zu spät schadet und führt damit unweigerlich zu einem Gegentreffer. Wieder die Salzburger am Puck. Können sich befreien.
neuerliche Aktion. Und sehr gut aufgepasst von den Gastgebern. Hier ist kein weiterer Treffer. Und natürlich ist das Spiel unterbrochen, sodass auf Seiten der Gäste auch mehrere Spieler gewechselt werden. Wie gesagt, ist es ja im Eishockey unbegrenzt oft möglich. Doch zurück zu dem Spiel. Schuss! Gut aufgepasst. Auch da ist das Spiel unterbrochen. Aus welchem Grund kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Ich vermute, dass es Icing gab. Bulli auf jeden Fall vor dem Tor der Salzburger. Und in diesem Fall steht ein Torhüter genau richtig dort, wo er stehen sollte. Nämlich direkt in der Schusslinie. Richtige Position auch von einem Goalie. Wieder eine neue Aktion. Der Puck geht auf jeden Fall vorbei. Dann wieder Aktion. Pass. Das ist eine super Aktion, dieses Spiel. Allerdings, wie gesagt, 4 Tore, beide, alle 4 in den ersten beiden Dritteln. Jetzt wieder die Geste am Puck. Verlieren ihn an die Salzburger, die jetzt eine schöne Kontermöglichkeit über die rechte Seite starten. Pass, aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder eine neuerliche Aktion. Schuss, das war nicht ganz ungefährlich. Gut aufgepasst vom Salzburger Goalie, der eben, wie gesagt, in der Schusslinie gestanden ist. Natürlich den Puck abwehren konnte. Wieder in den Rückpass. Wiederum eine schöne Aktion und vielleicht jetzt Schuss!
Das war eine schöne Parade des tschechischen Goalies. Schön heruntergepflückt und der Puck blockiert. Einfach herrlich anzuschauen. Bulle natürlich vor dem tschechischen Tor, ganz klar zu sehen und auch absolut richtige Aktion vom Schiedsrichter. Wieder eine Parade, ja zum Schluss sind es ziemlich viele Bullis vor dem Tor der Tschechen. Wieder in Rückpass. Pass. Wieder neuerlicher Versuch. Gut geblockt. Gas geben. Wir befinden uns in der Schlussphase. Das Spiel ist natürlich schon längst entschieden. Und es ist die Frage, ob wir hier ein Shutout des Salzburger Goalies sehen, der sich auf jeden Fall absolut verdient hat. Es laufen die letzten Sekunden. Es wird sich nichts mehr ändern. 4:0 ist der. Soweit also das Spiel von dem U18 des GC Bull Salzburg, das die Gastgeber mit 4:0 für sich entscheiden konnten. Der Goalie der Gastgeber feierte somit ein, wie ich finde, absolut verdientes Shutout, zu dem ich auf diesem Weg recht herzlich gratulieren möchte. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Markus Dorn.